Du, das war's auch schon. An alle Mann. Ab an die Arbeit und pass auf euch auf. Oh Gott. 8 Uhr. Okay. Hm. So, und jetzt, ja. So beginnt also der Feuerwehralltag. Ja. So. Huch. Uah. Uah, das sind alles Klone. Geh weg, lasst mich alle. Uah. Alter. Guck, die sehen alle gleich aus. Alter, die sehen alle gleich aus. Uah. So, 0 Punkte haben wir. Ich wusste gar nicht, dass es bei der Feuerwehr Punkte gibt. Na, moin, alles klar bei dir. So, kann ich mit denen quatschen hier? Ich dachte, man kann vielleicht mit den... Was war denn da? Ja, mein Herr und Gebieter. Dirigiert der gerade ein Konzert oder was macht der da? Huch, was war das denn? Da war doch gerade irgendwas. Hey, ich bin Thirstic, ich kann mir... Alter, diese Musik. Ich habe mir gerade eben ein Getränk geholt oder so. So. Hallo, mein Freund. Wo ist denn Florian 1? Ist das hier Florian 1? Hier ist das... 1, 3, 4, 5, 6... Ist das 7 hier? 7, ah ja, 7, 8. Okay, Florian 1, wir kriegen hier so einen dämlichen... So einen kleinen Miniwagen. Die sind so gruselig. Ja, sind die auch? Huch, was war das denn? Warte mal. Hier hat irgendwas gerade... Irgendwas habe ich gerade hier angezeigt bekommen. Ich weiß gar nicht, was das war. Ach, hier. Ach, ich kann hier hinten aufmachen. Achso. Ja, aber ich soll mir mit dem Wagen, soll ich mich vertraut machen, aber... Das ist doch eh nur so ein... Ah, ich gebe mir lieber nochmal eine Limo ziehen. Wow. Wenn so der Feuerwehralltag also aussieht, dann will ich mich da auf jeden Fall bewerben. Wieder der Dirigent von der Maschine. Warte mal, holt er sich jetzt wieder ein Getränk? Ich will mal gucken. Ah, guck mal hier. Ja, mein Meister und Gebieter, ich gehöre dir und niemanden sonst. Alter, was macht der denn da? Oh Gott, das ist so furchtbar. Entschuldigung. So, wie komme ich denn... Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst vor dem, was da so passiert. Ja, Jungs, kann ich mal so langsam hier mal... Was machen die denn? Alter, vor allem wie groß er hier ist. Hallo, Gewitter! Alter, wie riesig er einfach ist. Oder steht der... Ach nee, der steht... Ah, der schwebt in der Luft. Ach so. Aber die sind alle so groß. Ich bin wahrscheinlich 15 oder so. Und habe gerade mein Leben noch vor mir. Was ist denn hier? Was? Erspriesung für Feuerwehrfahrzeuge. Einspeisung für Feuerwehrfahrzeuge. Mhm. Einsatzbefehl von Florian 1. Vor der Einkaufspassage in Brunsdorf wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gesehen. Begib dich so schnell wie möglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. So, Florian 1, wie komme ich jetzt hier... warte mal. So, ich muss ins Auto. Oh Gott. Oh Gott. Genau, erstmal Tatütata an. Oh Gott. Ach, ich muss aussteigen. Warte mal. Kriege ich irgendwie... Wie mache ich denn die Tür offen? Ah, hier. Oh Gott, Ach, blinken geht auch. Juhu! Wo muss ich denn hin? Ach, da oben ist ein Pfeil. Oh Gott, ist das furchtbar. Alter! Wie kann ich denn... Ah, hier kann ich rauszoomen. Ach, um Gottes Willen. Ja, so sieht der harte Feuerwehralltag aus. Ja! Oh mein Gott. Oh Gott. Vor allem, das Martinshorn ist nur auf dem rechten Ohr. Ich weiß gar nicht warum. So, irgendwie da hinten brennt's. Huch, gibt's noch eine Außen? Ah, hier. Ich glaube, bin falsch gefahren. Ah, es geht mehrere Ansichten. Juhu. Was hat der denn da drin? Oh Gott, ist das. Oh Gott. Guck dir mal das Rad an. Ist das furchtbar.
So, Halter, Feuerwehralltag hier. Ja, und hier die gute Wiss-Tankstelle, die kennt man ja. Boah, diese dramatische Musik. Hier, hör mal. Ja, harte Action hier, Feuerwehr. Oh mein Gott. Haben wir eigentlich Begleitung? Nee, haben wir nicht. Wir sind alleine. Vor allem, wir müssen Brand löschen. Was machen die anderen? Die sind alle in der Feuerwehrwache und dann ist es damit... Vor allem im Brunsdorf. Huch. Oh, wie das hier ruckelt. Das Spiel kommt damit nicht klar. Dass ich so schnell fahre. So, wo ist denn... Oh, Alter. Warte mal. Eine Prostituierte. Ich glaub's nicht. Alter. Ist ja unglaublich. So, wo ist denn jetzt der Brand hier? Hallo? Was? Wo? Oh mein Gott. Hä? Hä? Wo brennt's denn hier? Ach, hier. Oh mein Gott. Ein Stromkasten brennt. Wie gut, dass mir das auch angezeigt wird, dass es da ist. Fire Department. Fire Department kommt. So, ich muss noch eben dahin fahren. So, gehen wir aus der Sonne. Man kann einfach durch Fahrzeuge durchfahren. Das ist super. So, wie kann ich denn jetzt... Ah, die Apotheke ist auch hier am Start. So, wie kann ich denn jetzt hier... ja. Bett. Hä? Oh Gott. Wie? Was mache ich denn jetzt hiermit? Ich habe ein... Was kann ich denn damit tun? Ich kann damit Licht machen. Juhu. Die Bude ist gleich abgefackelt und nichts passiert. Wie kann ich denn... Hä? Wie? Warte mal. Ah, hier, Feuerlöscher. Ah, hier. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft. Der Einsatz kann somit abgemeldet werden. Und alle Einsatzfahrzeuge können auf die Wache zurückkehren. Bitte melde den Einsatz jetzt ab. Mhm. So, achso, ich muss die Tür noch zumachen. Ah ja, okay. So, jetzt können wir wieder Blaulicht ausmachen. Ich mach, achso, Warnblinklicht kann ich, so. Jetzt müssen wir erstmal zur Station. Oh Gott, ich finde ihn wieder zurück. Wo ist denn bitte unsere... Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich komme, wird ordentlich abgespritzt. Günther, 38, Feuerwehrmann. Was? Oh Gott. Du fährst, wie ich in GTA versuche zu spielen, ja. Oh Gott, das ist so... Die Steuerung ist so fürchterlich. Ihr müsst das... Also Kaufempfehlung kriegst du natürlich nicht, aber wenn ihr das Spiel mal seht, es sollte mal irgendwie für 5 Euro im Angebot sein, ja? Dann gönnt euch den Spaß mal wirklich, ja? Dann gönnt euch den Spaß wirklich mal, weil es ist echt ein Traumspiel. Ich weiß doch noch gar nicht, wie viele Folgen ich davon mache. Ich habe keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall auf YouTube, weil alleine aus dem Spaß schon alleine ist schon ein Traum. Warte mal, funktioniert das hier? Kann ich in den Berg hochfahren? Juhu! Oh. Ich habe Angst, stecken zu bleiben. Guck mal, 9000 Kubikmeter. Aha. Oh Gott. Das ist ja, Alter, Ach, guck mal, hier lebt ein Bauer. Das ist wahrscheinlich Farming Simulator. Alter Schwede, es ist ja... Oh Gott, es ist... So. Wir fahren mal zurück zur... Die Musik auch dabei immer, ne? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. 200 Punkte haben wir kassiert. Ah, ja. Bei mir würde das Spiel schon lange in den Müll wandern. Ja, überleg mal. Und ich habe fast 30 Euro dafür ausgegeben. Huch, ich hatte ja noch 10 Euro übrig. Habe ich ja Gutscheinkarte gehabt von PlayStation. Weil ich ja letzten Monat so viel aufgeladen habe. So, wie komme ich jetzt hier? Jetzt muss ich hier irgendwie in die Dings fahren. So, warte, ich muss mal hier aussteigen. Huch. So, einsteigen, dann wieder reinfahren. So, warte. Und zack. So.
aussteigen. Hallo? Tor zu. So. Hey, Kumpel. Ich hab grad... Wollte gerade die tolle Geschichte erzählen, wie ich Feuer gelöscht habe? Ja, dann nicht. Dann weißt du was, dann leck mich doch am Arsch. So, alter, 11 Zuschauer gucken sich das gerade an. Seid ihr wahnsinnig? Was? Ich würde das Spiel umtauschen oder Leuten schenken, die ich quälen möchte. Was? Verstehe ich gar nicht. Ich finde es total geil. Es macht so viel Spaß. Hey, vor allem die gruseligen Klone, die rumlaufen. Wo ist denn diese Leitstelle? Ich wollte mal zu dieser Leitstelle gucken gehen. War die nicht irgendwo hier? Die war doch... Oder war die eine Etage höher? Ah, hier. So. Hallo, Mr. Ritzen-Hitman. Alles gut hier bei uns. Yeah, alles gut. Ah, hier, der Boss. Der Boss hat... Was hat der Boss denn da in der Tasse? Achso, Kaffee, der soll Schaum sein. Mhm. So sieht also eine Feuerwehrleitstelle aus. Ist das so? Ah, guck mal hier mit. Ah, hier wird alles kontrolliert. Ah, guck mal. Du kleiner Sadist. Wahrscheinlich hast du auch auf deinen Toiletten wahrscheinlich Kameras, ne? Mhm. Guckst den Weibern wahrscheinlich hinterher. Ich merke das schon. Ja, ja. So. Boah, ist das spannend, Bob. Also, ich muss sagen, so ein Feuerwehralltag ist schon sehr aufregend. Was war, gibt's hier oben noch? Ah, hier oben ist auch noch eine Etage. Waren wir oben schon? Ach ja, wir waren nicht schlaf... Kann ich mich hinlegen zum Pennen? Der hat doch irgendwo gesagt... Ach, zur Rechten, ne? Das ist hier unser Bett. Ja. Einsatzbefehl für Florian 1. Vor der Tankstelle beim Chemiewerk wurde ein Alarm gemeldet. Es wurde von einem Passanten gemeldet, dass hier Fässer illegal deponiert worden sind und die Flüssigkeit austritt. Es gibt bislang keinerlei Hinweise über die Herkunft und den Inhalt. Deswegen ist größte Vorsicht geboten. Zunächst muss eine Probe der Substanz mit dem Roboter entnommen und am Computer analysiert werden. Danach können weitere Schritte eingeleitet werden. Okay, wollen wir mal hin. So, warte. Hui! Dann wollen wir mal. So, wo müssen wir denn hin auf der Karte? Ach, da. Boah, Spannung pur. Der Feuerwehralltag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Feuerwehralltag. Huch. Freunde, wir sind mal der Einzige. Ach nee, da hinten fahren auch noch welche. Guck mal. Ach, wie geil. Jetzt fahren auch noch andere mit uns mit. Juhu. Ach, das ist ja cool. Geh dann seid, ich bin schneller wie ihr. Alter, geh weg. Jawoll. So, jetzt hier voll die Dramatik. Ja. Need for Speed Action. Woohoo. So. Boah, geil. So, ich bin Erster am Tatort, wollte ich gerade sagen. Am Feuerwehreinsatzort. Okay, bei Need for Speed hätte ich jetzt verloren. Nee, doch nicht. Die überholen mich nicht. Die haben Angst. So, hier ist die Tankstelle. Und hier wurden illegale Fässer wurden hier deponiert. So, Warnblinklicht an. Aussteigen. Sehr geil. So, wir brauchen den Roboter. Ich probiere es mal aus. So. Ja, fahren wir doch einfach mal in die Tür rein, du Penner. So, Roboter. Wo ist denn... Jetzt ist die Frage, wo sind diese Kackfässer? Und was hat er denn da hinten? Oh Gott, die Klone kommen auch hin. Wo sollen das sein? Vor allem, das Spiel zeigt dir überhaupt nicht an, wo du hin musst. Ich will das nicht mehr. Ich will den Roboter nicht mehr fahren. Ah, hier wahrscheinlich. Muss erstmal eine Probe genommen werden. So, wie nehme ich jetzt eine Probe? Hier? Ist das hier? Kann ich jetzt hier eine Probe nehmen? Wie nehme ich denn hier eine... Der hat doch gesagt, mein Roboter muss eine Probe genommen werden, oder nicht? Das war wahrscheinlich das falsche Fass. Oder? Vor allem das Geile ist, man hört die ganze Zeit immer noch den Blinker vom Auto, obwohl wir gar nicht im Auto sitzen.
Wie soll ich denn hier eine Probe nehmen? Hier. Du hast erfolgreich eine Probe der Substanz entnommen. Bring die Probe jetzt mit dem Roboter zurück zum Fahrzeug und lade ihn wieder ein. Danach kann die Probe am Computer analysiert werden. Juhu. Man muss also Licht anmachen, um die Probe aufzunehmen. Das ist, ja, sehr fragwürdig. Ich dachte, Licht ist nur dafür da, damit man was sieht. Aber nein, mit Licht kann man auch Proben entnehmen. Es ist so Licht, Laser und Schwert. Man weiß es ja, man kennt es ja. So. Erinnert mich an Battle... Was? An BR4? Achso, an Battlefield 4 das Teil. Ja, ein bisschen, stimmt. Da gab es ja auch. Boah, ist das spannend. Huiuiuiui. Gruß zusammen und schon mal frohe Ostern. Ja, dir auch, HSV-Fan. Und willkommen zur Let's Play Live Show und zu... Firefighters the Simulation. So, und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Ich habe jetzt eine Probe genommen. Muss ich jetzt mit dem Radioactive Zähler... Radioactive? Muss ich jetzt hier mal Proben... Hier Probe nehmen. Du hast dich ohne Schutzmaßnahmen in der Nähe von den hochreinigen Substanzen begeben und schweren Schaden dazu getragen. Die Schicht wurde somit beendet. Was? Schicht abgebrochen. Fick dich, ich kann schwimmen! Was? Warum? Ach, okay. Dieses Spiel. Firefighters the Simulation. Berufsfeuerwehr. Die Simulation heißt es übersetzt. Normalerweise heißt Firefighters Feuerwehrmänner die Simulation oder ja, irgendwie so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gerade total lustig, dieses Spiel. Guten Morgen zusammen. Dass ich selber viel zu tun habe, nur ist ich sie in Kürze. Teil einer Zeit. Oh nein, ich schon wieder. Oh Gott. Muss ich jetzt wieder von vorne arbeiten? Oh. Das heißt, man muss jetzt warten, bis hier irgendwas kommt. Ui, ich kann sogar springen. Ich weiß gar nicht, wofür man springen kann. Ich kann ja auf den Fenstersims springen. Ui. Kommt wahrscheinlich gleich wieder der Dirigent an dem Getränkeautomat. Ja, mein Herr und Gebieter. Ich gebe dir alles, was du brauchst. So, uhaha. Warte, können wir eigentlich... Komm, wir waschen mal unser Auto, komm. Es ist eh... Komm, Alter. Die Schicht hat begonnen, wir wissen mit unserem Auto...